Hallo und herzlich willkommen hier auf der Galgenberg Umbau von mir. Ein bisschen umgebaut. Ich habe hier den Haupthof entfernt und habe mir hier ein Gehöfe gemacht. Und also jetzt nicht hier im Editor, sondern hier im Spiel habe ich das umgebaut. Entfernt habe ich natürlich im Editor drin, ne? Ganz klar. So. Also, wir haben hier ganz, halt ein bisschen, ne, verwinkelt. Hier ein kleiner Kuhstall, da ist noch etwas nicht hier. Müssen wir mal ein bisschen bewegen. Warte mal, ich glaube nicht mal, dass das Platz hat. Ist voll. Na, dann lass mal ihn hier. Haben wir denn hier irgendwo abgekippt oder was hier? So, also, wir müssen hätten tuten. Ich habe hier noch eine Ballenhalle hingeschmissen. Man könnte eigentlich noch hier Silageball machen. Erstmal man gehen. So. Hier noch ein größerer Kuhstall. Ich habe ja gesagt, ich will ja mal probieren. Ne? Mit dem Fütterungsding. Man hat schon gesehen, durchs Fenster. Da habe ich einen Fehler gemacht. Ich wollte hier Gras machen, schnell, was? So klick, klick und zack. Und dann habe ich einen Scheiß gemacht. Ich habe vergessen, dass hier auch Ding war. Feld. Und jetzt hat er natürlich hier auch Gras gemacht. Aber das ist gut für die Kühe, ne? Im Stall drin, schön grün. So muss das. Ne, ich muss mal probieren. Und es geht eigentlich ganz gut. Kann man sich geben, ist aber teuer, ne? Ist aber teuer. So, also. Wo habe ich jetzt das Mähwerk hingestellt? Hahaha, hinten. Hinten links. Ich finde das irgendwie, ich weiß nicht. Ich komme, ja, mir gefällt hier das ein bisschen besser als das Standardhof. Der ist, war oder ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Da sind die anderen Höfe besser da, hier. Aber wenig Platz natürlich, ne? Und deshalb habe ich gedacht, ja, warum nicht? Kann man ja, ne? Meine, ich lade ja das nicht hoch oder so, dann ist es ja erlaubt, für sich selber umzubauen. Ist ja alles kein Problem. So, wir müssen hier kicken. Wir sind nicht gewachsen, ne? Wir müssen nach oben. Ganz oben haben wir noch. Das ist ja noch am Wachsen. Ich musste eigentlich hier noch Gülle fahren. Ich hatte aber keine mehr. Keine Gülle mehr. Und jetzt müssen wir hier. Machen wir hier einen Streifen. Ne? Wir so einen kleinen Streifen offen lassen. Oder sein lassen. Ne, nicht, dass wir zu nahe fahren. Wir können ja hier auch sogar hier, wo ich denn dich? Hier die Kamera wieder einschalten. Und dann sehen wir es besser. Man sieht es nicht so gut, ne? Man sieht es nicht so gut. Geht aber. Ja, die Frühlingsmap ist ja schon okay, aber ich komme da mit dem Geld nicht hoch. Also, das ist ja Wahnsinn. Einen Schluck Kaffee trinken. Und dann habe ich gedacht, ja komm, machen wir die Galgenberg wieder, ne? Schön die Galgenberg. Die kann man auch gut bauen. Also, ich finde halt die besser. Ich habe ja die anderen schon ein bisschen gespielt. Aber, naja, ne? Ist halt, das ist halt schon meins mehr, ne? Flach ist halt nicht so meins, da muss schon ein bisschen steil sein. Stimmt, da oben. Ich habe ja da oben letztes Mal die 42 gehabt, ne? Oder man könnte mal die 41 gucken. 41 kostet 200.000. Oder wäre auch noch interessant. Also ein bisschen weiter fahren vielleicht, ne? Oder hier oben? 82. Boah, das ist alles so teuer, du. 84 würde funktionieren. Oh, das ist aber nicht nett gewesen jetzt gerade. Ja, das wäre eine Map, ein Feld, wo ich noch kaufen würde, ne? Ein bisschen weiter weg. Wäre gute Möglichkeit, ne? Jetzt müssen wir nachher Silageball machen. Wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, Gülle habe ich fast keine. Oder? Muss mal gucken. Ich habe mal ein bisschen weggefahren, aber viel war es nicht. Chedrol. Wo ist eine Gülle? Das soll das hier auch anzeigen. Hier, Gülle. Nur 24.000, das reicht nicht. Das ist einfach zu wenig. Da müssen wir warten. Ne, da muss die Kohle rein. Ich könnte zwar noch ein bisschen Sojabohnen verkaufen, wo ich ins Silo gefahren habe.
viel ist es zwar nicht, aber ich warte lieber auf einen guten Preis. Da verdiene ich da ein bisschen mehr, ne? Weil momentan, gut, ich weiß jetzt nicht, ne? Ich weiß es nicht. Haben wir vorhin gesehen hier gerade. 40.000. Ja, der kann schon noch steigen. Der könnte noch steigen, dann könnte man es verkaufen. So auf 3.000 würde ich schon verkaufen. Dann gibt es, keine Ahnung, 100.000 vielleicht. Ja. Und dann noch ein bisschen Milch weggeben, dann müsste das eigentlich dann rotzen, ne? Ich meine, ich mache jetzt auf Milchbauer. Ich mag das irgendwie, ne? Milchbauer, Gras mähen, Silage machen, gut Stroh. Muss man halt auch haben, ne? Man könnte es ja auch kaufen. Ne, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe das jetzt, dann, ist ja auch kein Problem. Kostet halt Geld, ne? Aber wir wollen ja kein Geld ausgeben, wir wollen es ja verdienen. Ja, das ist die Frage, ne? Ich habe ja da unten... Ja, man sieht es gar nicht, ne? Da hinten, wo es braun ist. Oder ist es schon grün, ist es am Wachsen schon, oder was? Weiß nicht. Ich habe ja ein paar Felder, wo ich Sojabohnen mache, aber man kann ja hier mit Sojabohnen auch Stroh machen. Da kommt man das zu ganz, ganz recht. Also das ist wirklich ganz gute Wahl, obwohl es nicht so realistisch ist, aber ist eine gute Sache. Muss eine Marke immer so. Wie viel haben wir denn jetzt hier? Vier Bohnen. Das gibt ein bisschen, weil ich habe ein bisschen noch im Silo drin. Scheiße, was ist denn das hier? Lose Silage, ne? Habe ich im Silo drin. Im Heutrockner drin kann man auch Silage machen. Also du machst Heu rein oder nee, Gras machst da rein, kannst du Heu oder Silage machen. Ist aber ja, ist halt, wenn man nicht so Lust hat. Also am Abend haben wir nicht so Lust hier so, ne, realistisch oder, mehr realistisch, also weißt du. Dann baller ich das da rein, dann kommt, reicht schon. aber jetzt hier für den kleinen Stall, da mache ich das Silageball. So, ich glaube, das reicht jetzt da. Na, ist gut. So, dann wurzeln wir runter, Samantha. Ich weiß jetzt nicht, ob es zu leise ist für dich, aber ich habe hier die Spuren extra gemacht. Dann kann ich nämlich das beim Rendern den Sound vom Spiel kann nicht lauter machen, ne? Kann ich das einfach ein bisschen lauter machen? Dann ist das auch. Also wir haben wieder hier Windows Update, man sieht's, gell? Man wird wieder krank, wenn man sich bewegt. Das ist jedes Mal, wenn Windows Update ist. Dann machen die wieder irgendwas und sagen, ja, wir von Windows, wir wissen besser als GeForce Graphics und so, ne? Dann schmeißen sie einfach deinen Grafiktreiber raus und dann ist es scheiße. Machst du einen neuen, du machst da Updates vom Grafiktreiber und dann... Ne, das ist wieder scheiße hier. Dass du das schnell bewegst hier, das Schwabbeln hier. Ist ja eigentlich normalerweise ein Effekt, aber LS hat gar keinen so Effekt, oder? Hab ich jetzt noch nicht gesehen. Siehst du? Das ist scheiße, gell? Obwohl ich eine 3060er drin habe mit 12 GB, ne? Das ist scheiße, ne? Sollte nicht sein. Müsste, darf. Hier mal der Kamera. Das Kamera. So, wir können... Ne, wo bin ich jetzt runtergefahren? Hier, die Straße, ne? Dann müssen wir hier. Dann müssen wir hier hoch. Und dann... Alter, das ist so ekelhaft. Was? Wieso habe ich 37... Ne, nicht schon wieder, oder? Mal meine Kamera wegmachen. Okay, das saugt ein bisschen. Aber das ist wieder typisch, ne? Das ist wieder typisch nach dem Windows-Update, ne? Yeah. Es ist so zu kotzen, ey. Alter Schwede, ich habe sonst immer mehr als 60. Das ist so ekelhaft, ne? Ja, kann man nicht viel machen, außer man wechselt auf Linux. Linux Mint heißt es, oder meint Mint. Das ist ja das Linux, wo du auch Steam installieren kannst. Kannst du die meisten Spiele eigentlich installieren und spielen. Hast du aber viel, viel mehr FPS, ne? Oh, scheiße. Also man hat echt viel FPS.
Das ist fast doppelt so viel wie hier im Windows. Oder bei Windows. Das Problem ist halt beim Linux noch, dass da gewisse Spiele nicht gehen. Zum Beispiel Battlefield zum Beispiel geht nicht und so. Ist ein bisschen doof. Aber ansonsten geht eigentlich alles, ne? Aber ich lasse jetzt das mal hier so auf Windows, ne? Mal gucken, was die Zukunft bringt mit Linux. Ich glaube, da will jeder YouTuber oder jeder Zocker würde dann wechseln. Wenn du einfach alles aus der Grafikkarte rausholen kannst. Und nicht hier Windows hier alles, ne, blockiert und sagt, ne, das geht nicht, ne. Machst du jetzt da was oder was? Ich mach gerade hier, wollte ich schnell. Dann kann ich hier die Ballen dann zusammenloaden. Ich muss ja gar nicht rückwärts gucken, ne. Ich habe eine Kamera. Ja, ist dann besser zum Laden. Ah, ich habe hier dieses Mal habe ich jetzt einen Ballenlader. Rundballenlader habe ich jetzt vergessen. Kann ich ja die. Oh. Ah ne, das geht ja. Der hat ja nur 150. Ich habe mal Pettinger Ballenpreise genommen. Die kann ja bis 180. Da habe ich ja schon Strohballen gemacht, 180er. Da musst du echt gucken, weil der wickelt dann nicht. Ne, also sie kannst du eigentlich dann auch Grasballen machen. Ist aber ja, wenn du Silageballen machen willst, dann ist es doof, wenn du falsch geklickt hast, ne? Ich muss mal Kaffee noch trinken hier. So, also jetzt einfach rausballern. Am besten hier so abstandmäßig, dass man, Alter, schon wieder voll, dass man nämlich dann beim Blooden immer schön fahren kann. Weißt du, wenn du einen gewissen Abstand hast, kannst du immer nur fahren. Und sonst, bei den zwei, ja, da muss ich dann warten. Und sonst kann ich nur fahren. Das ist besser, ne? Ja, mach Rune. Ich mag irgendwie die kleine Presse hier. Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung, ist ja scheißegal eigentlich, was man da für eine Presse nimmt, ne? Ist ja eigentlich egal. So. Wir müssen ja dann auch die Leute, ne? Wir können sie auch hier lassen und dann gären lassen, ne? Kann man auch machen. Weil dann kann ich sie gleich dann so ins Lager. Ich mach das lieber mit schon gegärt, ne? Also ins Lager stellen. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich glaube schon. Ich glaube, das geht. Ins Lager, wenn es Gras ist noch und dann wird es gegärt im Lager dann. Da geht er da auch. Scheiße, schon wieder voll. Alter, ist ja ekelhaft. Man kann ja auch die Dinge nehmen, ne? Die Quadratlatschen pressen, aber ich habe ja eigentlich eher nur so kleinere, ne? Das ist ja jetzt hier der 926. Der kann natürlich die großen Dinge nicht laden, ne? So, hier nochmal klicken. Ich könnte ja auch automatisch einstellen, aber ist nicht immer so gut. Nein, da bist du irgendwo im Eck und sagst, oh nein, da komme ich nicht hin. Scheiße. Da muss wieder einen Telelader mitnehmen. Habe ich ja auch. Hab ich auch. Guckst du. Ja, hier habe ich ja so einen anderen Trecker genommen. Was ist denn? Da steht sogar Japan drauf, ne? Das ist ein. Hä, muss das nicht stehen? Da, Iseki. Iseki, ne? Da steht Japan drauf. Hab ich noch nie gesehen. Ich habe den noch nie gekauft, weißt du? Könntest du, glaube ich, auch als Rebtraktor benutzen. Aber so als Hoftrecker geht der. Der hat irgendwie ein bisschen PS. Hier ist mein Telelader. Der ist ja ganz geil hier, ne? Vielleicht ein bisschen zu groß für meinen Hof hier, aber scheiß drauf. Das muss gehen. Vor allem könnte ich auch Ballen hier, ne? Holen und so. Uflade. Da habe ich die Ballengabel irgendwie verloren. Habe ich irgendwo hingeschmissen. Keine Ahnung, wo ich die hingeballert habe. Irgendwo im Lager drin oder irgendwo in der Halle drin oder sowas. Irgendwo liegt die. Hab sie nicht gebraucht. Hab ein bisschen Spinat gegessen oder kann ich die Ballen tragen? Man muss ja auch mal Spinat essen, ne? Wie Popeye früher. Weiß gar nicht, ob er noch kennt. Kennt ihr Popeye noch? Kennt keiner mehr, ne? Oder nicht viele, die alten Leute noch kennen sie, ne? Heutzutage guckt ja keiner mehr sowas, ne? Das war ja früher hier gut. Das war ja noch Kult. Oder was gab's denn noch früher für Dinger hier? Trickfilme.
Da gab es doch hier Calimero noch und so einen Scheiß, ne? Dagobert Duck. Die DuckTales. Das war ja auch Dagobert Duck, ja. Mit dem Mickey. Ne, Mickey war nicht dabei, glaube ich, ne? Nur die Enten. Entes. Las Entos. Und was war noch da? Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht. So, oh. Aber mein Kaffee ist leer. Und ich bin schwarz. Schwarzer Kaffee. Ja, ich bin mal da. Mich mal. Wir können ja mal von außen gucken. Von außen sieht man meine Kamera wegmachen. Guckst du dir so an, Alter? Hast du gesehen? Ich habe mich umgezogen. Ne, schön Warnweste an. Oder ne, ja, es ist eigentlich nicht unbedingt eine Warnweste, oder? Doch, eigentlich schon. So eine Regenjacke. Pisst ja viel hier, ne? So. Ja, bald kommt ja hier das, was war das jetzt? Platinum, Expan, Ultimate, weiß ich noch nicht. Das neue DLC, ne? Mit dem, Karode. Das ist eigentlich das einzige, ja, was mich da interessiert, ne? Karode. Mal gucken dann, vor allem, mit den Paletten dann, ne? Das, werden wir uns dann angucken. Das wird interessant werden, aber halt erst, nächsten Monat? Nee, übernächsten Monat. Nee, diesen... Warte, warte, kann man rein. November kommt auch das, oder? Oder nicht? Hey, warte, Alte. Oh, das ist eine Balle. November kommt das irgendwann. Ja, gut, ne? Ja, da muss man dann gucken, ob das, wie das und was, ne, was da alles so ist. Muss mal gucken. Warte mal, ich hab... Nein, das andere... Ich wollte jetzt gerade gucken. Hier. Eine Selbstfahrer haben wir nur eine. Die kann aber... Nur... Wieso kann da eigentlich die nicht wickeln? Das ist ja bescheuert eigentlich, oder? Meine 200 PS. Müsst ja hier... Wie soll man die nehmen? Krabbe? Sieht ein bisschen so aus, ne? The Crab? Warte mal, was war das? Ah, nur Felgen, ne? Hä? Ah, super. Ist ja der Wahnsinn. Reifenvariante kann man auch nicht viel, ne? Naja, das ist auch nicht viel. Gibt's, ist komisch, ne? Gibt Selbstfahrer hier? Wäre irgendwie geil, das Selbstfahrer-Dings, weißt du? Wickel. Oder dann auch große. Aber wollte ich eigentlich hier gucken, was für Größe. Der kann bis 180, okay. Wickeln wäre jetzt noch geil, wenn der auch noch 180 wickeln könnte. Das wäre cool. Das wäre richtig nice, ne? Ich weiß gar nicht, ob es eigentlich sonst sowas geben, Selbstfahrer, ne? Aber gut, man hat einen Träger, weißt du? Wieso soll man dann jetzt noch einen Selbstfahrer von dem, Selbstfahrer Wickler, nicht Wickler, Silagewagen, ne? Warum muss man das... Weil dann brauchen wir 20.000 Fahrzeuge. Jetzt haben wir ein Problem. Ne, wir machen einfach weiter. Das reicht ja nicht. Normalerweise hole ich den Ladewagen und mache den Rest mit dem Ladewagen rein. Ne? Aber da wir ja sowieso immer Silaser machen, ist ja das okay. Also müssen wir den Tank leeren. Oder den Bunker. Wie sagt man denn eigentlich? Das ist ein Bunker, oder? Das ist ein Bunker. Oder? Das ist der Bunker hier drin. Nee. Ich finde den irgendwie, weißt du, so süß und klein. Und wenn du Selbstfahrer anguckst und denkst du so, boah, ey, Alter, muss so fett groß, weißt du, und der wickelt noch dazu. Hm, finde ich cool. Kann man auch gut verstauen, wenn du einen kleinen Hof hast, weißt du, das ist auch besser. Man könnte natürlich auch mit dem Göweil, ne, die Grasballen dann wickeln. Warte mal, Digga, Göweil Wickler. Nein, Wickler, da. Bohlenwickler. Der kann bis 150. 150? Der kann...
Aha, Quadrat kann er 180, der nur 150. Es gibt gar keinen größeren, ne? Der kann auch nur 150, der ist ja natürlich quadratisch, ne? Aber den würde ich gerne mal probifizieren, ne? Aber der kann ja auch nur den. Stützwalze. Was ist eine Stütz... Aha, okay. Für was braucht man die? Für 3 Punkte vielleicht? Weiß ich nicht. Aber hat es doch gar keinen Platz mehr, oder schon? Wenn ich jetzt den entferne... Man hat unten eine Rolle. Ne, das soll eigentlich gehen, ne? Das ist, glaube ich, dass man nicht zu weit runter geht, oder nicht? Keine Ahnung. Müssen wir mal probieren, ne? Wäre auch eine Idee. Wenn ein bisschen mehr Geld da ist, ne? Hol ich mir mal eine kleinere Wickles. Und dann Wickles wir mal kokifizieren, ne? Koxifizieren. Na komm, da muss da rein. Dann muss ich echt wieder die Kamera. Dass ich was sehe. Geht doch. Fast genau, ne? Halt. Gut. Scheiße. Ja gut, macht ja nichts. Die Kamera ist so an, ne? Wir lassen die jetzt mal da stehen, ne? Wir lassen das den. Ich muss gucken. Wo ist denn jetzt der rote Mischwagen? Ne, der ist hier. Da hängen wir den Ladewagen an. Weiß ja nicht, wie voll mein Lager ist bei den Kühen da drüben. Müssen wir mal gucken gehen. Wie viel das da noch Platz hat. Das sollte eigentlich reichen. Ne? Heu, Silase, Sedro, Mineralfutter hat genau genug Platz. Ach so, ja, der macht. Aber der, ich habe den noch nie fahren sehen. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Stall hier geht. Weil er ist noch nicht gefahren. Der steht aber nur da. Und zieht immer ab. Warte, wir können es mal testen. Da. Seid hoch. Schnell mal Escape drücken zum Speichern, ne? Das ist ganz wichtig. Und jetzt sieht man dann rechts unten, zum Beispiel bei Silage, jetzt hat er abgezogen. Es ist aber nichts passiert. Der muss doch fahren hier. Oder muss ich den einschalten? Nee, das ist doch scheißegal. Verstehe ich nicht. Meine, ob der hier... Ich weiß ja nicht, war doch kein Mod, oder schon? War das Mod? Schedal. Da steht Mod. Ja. Weiß ich nicht, warum. Weil da steht mit Futterautomat, aber der Automat fährt nicht, ne? Weil da gibt es ja noch den von Giants. Kuhstall mit Fütterungsding, kostet auch so viel. Ist aber nicht der gleiche. Der ist anders. Und der ist ja nur, der hat ja kein Außengehege. Und der ist ja hier so gewesen. Der ist ja... War da nicht mal ein Boden drin, das Zeug? Und der fährt ja, ne? Das weiß man ja. Aber wieso, dass der nicht fährt? Keine Ahnung. Das finde ich schade, dass der nicht füttert hier so. Also fährt. Finde ich sehr schade. Weiß nicht warum. Hä? Was war das gerade? Hat gerade genuckelt. Also das ist so ein bisschen komisch hier, ne? Aber man sieht ja gar nichts. Hey, da ist ein Licht. Geil. Wusste ich gar nicht. Habe ich nicht gewusst. Mach mal Licht an. Muss überall Licht sein hier. So, hier haben wir das hier. Dann gehen wir mal ein bisschen kicken da. Ein bisschen abkippen da. Und da müssen wir noch mal gucken da. Das ist alles gut hier, ne? Die Kühe sind gut dran. Ja, das steigt nur ganz langsam. 2,4 sind wir jetzt, ne? Im Kindergarten, ne? Scheiße, Dreck, ja, das ist nix so gut, da. Ist ja nix so gut, da. Ich habe ja hier auch noch die... Ne, automatisch... das wollte ich Sojabohnen verkaufen. Bienenverkauf, ne? Paletten. Ist gar nicht schlecht. Kann man als Mod runterladen. Perfekt, da musst du dich nicht immer um das Zeug kümmern. Das wird dann direkt verhökert. Ist viel besser. So, jetzt machen wir die Zäune ein bisschen. Ah, wir könnten gucken wegen... Nee. Milch. 3000, das ist wohl nix. Komm, machen wir ein bisschen Kacke hier. Ja, das müssen wir aber auch mal hier. Ah. Hier so ein bisschen umdrehen hier.
So, könnt ihr nachher haben, kriegst du dann später. Ein bisschen Stroh. Stroh, ich habe nur bei einem Stroh, ne? Hier. Weil wir müssen nicht zu viel Mist haben, ne? Ja, jetzt müssen wir das ein bisschen ausmüsten hier. Mach ich immer gleich. Muss immer gleich weg. Scheiße, wir sind aber schon lange hier, ne? Scheiße. Ja, das ist aber hier, ne? So, wir müssen ja theoretisch wieder mal eine Map vorstellen, ne? Aber ich habe bis jetzt noch nichts Gutes gesehen. Was ich sagen würde, so, jo. Oder wir nehmen einfach irgendeine Map. Können wir auch machen. Müssen wir mal gucken. Ne, wir gucken. So, aber jetzt gehen wir raus hier, ne? Gehen wir raus. Gehen wir raus hier. So. Es sieht vorn. Ich finde das ein bisschen scheiße, dass man eh nichts sieht hier, ne? Ich meine, man müsste ja irgendwie sehen, wie die Schaufel steht gerade vorne. Weil es gibt hier auch eine Kamera. Ne, gibt keine? Keine Kamera? Doch. Hinten? Ne, so. Ah, doch. Hier, bei dem geht es besser, ne? Warte, wir probieren es schnell. Aber man sieht auch die Schräge nicht, ne? Da ist gerade. So. Ja, okay, man sieht vorne wenigstens, ne? Das ist schon mal nicht schlecht bei dem. Kommt das echt auf den Radlader drauf an? Okay. Okay. So, also, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bye, bye.